jetzt greife ich den Arm. Dankeschön. Wir sind nur mit dem Arm schön. Ich nehme dich mit. Wir schauen nicht zurück. Du und ich. Wir so, jetzt bin ich gespannt. Wir haben schon gedacht, wir haben uns doch nicht vermischt. Und wir schauen, wir haben uns weg, glaube ich nicht. Was soll das sein? Unsere Hände werden kalt. Super, wenn er eine gehabt, hä? Nicht so schlecht. Begonnen Igel, Birdie, Birdie, Paar, Igel, Birdie, Birdie. Und da war eine gute Birdie-Chance. Das war jetzt wie bei einem Rapper. Wie bei einem Rapper. Igel, Igel, Birdie, Birdie. 7 unter zur Zeit. Genau. Volker Bisczek, herzlich willkommen. Koch, Blitzenetz, Milanovic. Da haben wir Generationen. Aber alle mit irgendwie schon einen Golf können. Ja, wir haben schon das ein oder andere Mal miteinander Golf gespielt. Wie ist er beieinander im Golf? Deutlich besser als ich. Was ja keine Kunst ist, oder? Naja, ich habe auch ein gewisses Niveau, aber Volker ist einfach besser, das muss man so sagen. Und er spielt auch öfters, aber er ist erfahren. Andy Kamper, nicht nur Präsidiumsmitglied, heute auch der Mann, der einen, wie heißt der, neue VW? Ein Volkswagen Arteon. Arteon zum Loch Nummer 16 gestellt hat. Was ist, wenn da jetzt heute einer Hole-in-One macht? Ich freue mich, die Allianzversicherung wird sich weniger freuen. Als Profi-Golfer, ich habe gehört, unglaublich Golfschlag. Ja, unglaublich, ja. Ich habe nämlich den Schlag vom Jim Furyk kopiert. Noch eine schönere, größere Schleifen als er. Und die Golfwelt ist immer wieder erstaunt, wie ich trotz dieses Schwungs den Ball triff. Warum spielst du nicht mit? Ich bin verletzt, wie du siehst. Und die Chance, dass ich dein Auto gewinne, das darf ich ja nicht, wäre sehr groß und deswegen darf ich nicht mitspielen. Komischerweise warst du voriges Jahr verletzt. Ist es jetzt mal beim Golfturnier? Bei jedem Golfturnier bin ich verletzt. Du hast gesagt, du lässt das Loch Nummer 16 aus. Warum? Das ist Hole-in-One, Auto zu gewinnen. Ja, ich habe schon so viele Autos gewonnen bei den ganzen Hole-in-Ones, das wäre irgendwie unfair den anderen gegenüber. Wie lange spielst du schon? 3 Jahre. Wie alt bist du? 9. Hast du schon ein Handicap? Ja. Was? 22,8. Mit 9 Jahren? Ja. Besser als der Hoffmann. Neben mir eine Fußballlegende. Ein älterer Herr. Aber ein Golfer. Ja, ein Profi-Golfer, ja. Handicap? 30. Was heißt Profi? Ja, 45 ist der Schwächste und ich habe 30. Bin ich schon super. Branko, ich würde jetzt einmal sagen, du bist heute der Älteste im Bewerb, kann das sein? Zufällig, ja, stimmt. Aber einer der Besten? Na, das weiß ich nicht. Du musst ja Herr Starek fragen.
Was ist mit Herrn Starek, den habe ich zuerst interviewt, der hat den Mund voll gehabt, ich habe ihn gar nicht verstanden. Ja, das ist sehr oft bei ihm Fall. Ja. Er hat ein Problem, isst er sehr viel und sehr gern. Herr Starek, Herr Starek, wie schmecken die Würstel? Gut. Entschuldige. Was war das jetzt, Frankfurt oder Debrecen? Mit vollem Mund spricht man nicht. Ja, aber du sprichst. Er hat beides. Du zwingst mich dazu. Und jetzt ist der Mund leer. Volker, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist beim Rapid Golf Turnier. Dein Handicap? 9,8. Hast du nichts anderes zu tun, als du hast geholfen? Ja, ich bin seit kurzem Single-Handicapper, darüber freue ich mich sehr. Aber ich schaue mir sehr viel vom Junior ab, der ja im Wiener Landeskader ist. Herr Kern, bitte. Herr Kern. Herzlich willkommen beim Rapid-Golf-Turnier. Als Fußballer ein Zauberer am Ball. Wie geht's beim Golfen? Na, auch ein Zauberer. Von der haut eine. Jetzt gerade gesichtet unseren Geschäftsführer Christoph Peschek am Golfplatz mit einem sehr soliden Anzug. Aber passt zum Alter. Schön, dass du da bist. Heute nicht in Golffunktion, sondern eher in offizieller Funktion. Genau, ich darf das SK Rapid Charity Golf Turnier heute eröffnen, gemeinsam mit dir. Und danach noch mit meinen Geschäftsführerkollegen einige wichtige Dinge bearbeiten und erledigen, zumal ja die Transferzeit sich dem Ende zuneigt. Ja, mir macht Spaß, mit den Jungs zu spielen. Mit Martin Hitten habe ich vor kurzem da eine Proberunde quasi gespielt. Wir haben uns richtig vorbereitet auf dieses Turnier. Und jetzt schauen wir mal, was sich da ergibt. Aber ich finde es cool, dass Rapid das macht und dass es immer mehr Gofus gibt. Golfende Fußballer, Gofus nennt man das. Gofus, guten Appetit, greift zu wieder. Ganz kurz neben dir Franz Blitzenetz, daneben Andi Koch. Kennen die Golfen? Ja, relativ gut. Wie gut? Sehr gut. Handicap, wenn du dir was sagst, Handicap 12. Okay, ich habe zuerst den Herrn Kern getroffen. Entweder hat mich angelogen oder er ist nur am Golfplatz. Handicap 5,8? Naja, das ist eine Ausnahme, weil manche schlafen am Golfplatz. Aber ja, das ist sehr gut. Alles klar. Manche schlafen am Golfplatz. Naja, Handicap? Handicap 5,8. Aber man liegt oft irgendwo im Gemüse. Das heißt 5,8 Handicap? 5,8, ja. Bist der Beste heute? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Heidi, Cashback World steht auf deinem T-Shirt. Bist du in der Liste eingetragen? Spielst du mit? Selbstverständlich. Was haben wir für ein Handicap? Ein sehr gutes. Ungefähr wo? Bei den Profis natürlich. Was ist dein Ziel heuer? Voriges Jahr habe ich gemerkt, warst du nicht bei den Besten dabei. Auch der Herr Feurer nicht. Der Herr Feurer hat voriges Jahr das Turnier verlassen. Er war in einem Damenteam und die haben ihm, glaube ich, ein bisschen zu viel Gas gegeben. Er war zufällig voriges Jahr in einer Pflegeheimmannschaft. Und die Damen, glaube ich, die wollen ihn heuer wieder haben. Ne? Also betreffend meine Form, ich glaube, heuer wird er gut spielen. Erinnerungen an Feuer? Voriges Jahr war ich leider krank, da habe ich müssen abbrechen. Nach 9 Löcher habe ich 40 Fieber gehabt. Aber heuer, glaube ich, da packe ich die 18 Löcher. Aber voriges Jahr in einem Frauenteam? Ja. Deshalb Fieber? Deshalb Fieber und nach 9 Löcher war ich erledigt. Dr. Machacek, heute am Golfplatz, warum nicht im Büro? Ja, weil es schöner ist da am Golfplatz. Schauen wir uns das Wetter an, was soll ich sagen? Es ist ja viel schöner wie im Büro. Besser am Golfplatz wie im Büro. Wir stehen unmittelbar vor Turnierbeginn. Was trinkt er jetzt an Milch dazu? Nein. Wir sind das Team Wiener Energie. Habt ihr schon öfter miteinander golft? Wir haben das letzte Jahr zusammengespielt und einen Neuling haben wir heute dabei. Wie ist voriges Jahr gegangen? Wir haben die Nettowertung. Wir waren die Sieger, weil im ersten Flight ein Profi dabei war und 6 Personen. Die haben auf jeden Lochanschlag mehr machen können. Wir waren nur 2, aber heuer probieren wir es noch einmal. Hervorragend. Lauter noch ein da. Also was wisst mehr? Für heute die Zielsetzung? Ja, am Stockerl würde ich gerne stehen. Das heißt, und ihr habt gar keinen Protest eingelegt voriges Jahr? Protest, wir sind Gentlemen. Bei Rapid, wir sind froh, dass wir dabei sind und der Hauptsponsor Wiener Energie wird das wieder in Ordnung bringen, nicht? Das größte Handicap ist, dass ich mich gar nicht auskenne, aber ich weiß, dass es sehr viele golfbegeisterte Menschen und auch Rapidler gibt und so gesehen freut es mich, dass wir das machen und das Ganze für einen guten Zweck. Handicap? 45.
Okay, aber für heute, was nimmst du da vor? Naja, wir sind als Gruppe unterwegs und ich hoffe, dass wir das ganze Team gut abschneiden. Werden wir schauen. Schauen wir mal. Tust du nur mehr golfen, hast nichts anderes mehr zum Hackeln? Nein, das schon, aber ich habe einfach das Glück, dass ich auch Zeit zum Golfen aufbringen kann und bringe ein bisschen Talent noch mit dem Ball umzugehen. Wahnsinn, gratuliere. Das, was ich jetzt mache, sollte man ja nicht machen. Ich störe mitten bei einem Flight. Hast du das Flight überhaupt? Mitten bei einem Flight. Ja, du hast eine Ausrede, aber ich habe jetzt gesehen, der ist jetzt ein bisschen... Frage einmal, wie wichtig ist Werner Walzer für euer Team? Es ist unersetzbar. Er ist wirklich unser Captain und zieht uns mit und spielt hervorragend. Vor allem spielt er schön. Wie spielt ihr? Schier? Schier, aber effizient. Die Freude ist groß. Ich sehe Michi Konsel, jubelt, alle jubeln. Ganz kurz, erste ehrliche Frage. Ist der Michael Konsel eine Verstärkung? Absolut. Also die Drives, die sind sowas von legendär. Besser kann es gar nicht sein. Ist beendet dieser Schlag, oder wie heißt das, Eva? Ja, Fairway-Schlag, ja. Zweiter Schlag aufs Grün, oder? Was auch immer der Marschall zu tun hat, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir fragen ihn jetzt ganz einfach. Was ist der Marschall? Der Marschall ist der Spielassistent. Der macht was? Der schaut, dass die Flights ordentlich in der Zeit sind, alles korrekt machen und das Ganze im Griff hat. Nur für mein Verständnis. Du mischst dich aber nicht ein, was, wie die schlagen, was sie tun. Nein, überhaupt nicht. Kein Referee. Wir müssen ganz leise sein, aber gutes Team? Für mich eine Ehre, dass ich in dem Team bin. War es wirklich so gut? Zu gut. Schauen. Direkt nach vorne kann ich jetzt schon wieder. Ich sehe den Ball gar nicht mehr. Was heißt der UWW? Die sind ja da 5 oder 6 unter, oder? Mhm. Was tun wir? 18 unter nimmt man das Spiel. Gosch. Golf, 18 unter. Gosch hat es an Sagler erst. Ganz leise sein. Meine Frage. Mir wurde gesagt, dass die Kids in eurem Team die Besten sind. Das stimmt, absolut. Die sind die allerbesten. Schaut einmal hin da. Ja, bist du gescheit. Günther Kaltenbrunner hier neben mir. Man muss leise sein. Hier wird gerade, wie nennt man das, was der jetzt gerade macht? Gechippt. Gechippt. Wie läuft es bei dir? Naja, so mittelmäßig, nicht sonderbar gut, nein. Warum? Naja, wir spielen nur paar und das ist viel zu wenig. Ich war ganz leise, habe zugeschaut und würde sagen, sehr gut gelungen bei dir, oder? Ja, bin total glücklich, weil im Golf muss man sehr dankbar sein und Demut lernen. Ja schon, ihr spielt nur ein paar, aber warum spielt nur ein paar? Ja, weil wir nicht so gut sind, offenbar. Nein, es läuft nicht so richtig. Wir haben ein bisschen Pech auch, aber wir spielen offenbar nicht so gut und ist schon okay. Im Moment stehen wir bei 1 unter nach 7 Löchern. Ja, es ist ausbauwürdig, aber es ist okay. Ich glaube auch, dass es okay ist. Wir haben schon ein paar befragt und da gibt es jemanden, der ist 8 unter. Das Team selber ist auch zufrieden, wir gehen mit der Kamera mal hin, zufrieden mit Eva als Unterstützung. Also das ist einmal. 9 Jahre und jetzt der 70-Jährige. Jetzt wird es den Unterschied sehen. Sind die wirklich gute Buben? Der eine ist ein Riesentalent. Ich hätte gesagt, er soll Fußball spielen. Aber die Mama will nicht, dass sie 5 Tage in der Woche zum Training fahren muss. Gusl Starek, nicht nur ein super Fußballer, sondern auch ein sehr begnadeter Golfer. Seid ihr zufrieden mit ihm? Ja, sehr, 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 absolut. Schau dir das jetzt genau an. Schau es dir ganz genau an. 100 Jahre Ballerfahrung. Und er trifft den Elfmeter. Bisschen dünn, aber... Und was sagst du dazu? Es war ein sehr guter Schlag. Bist du zufrieden? Ja. Alles klar. Steffen Hofmann ist schon da. Hast du ihn schon gesehen? Ja. Okay. Heidi, der Thomas hat gerade geschlagen. Thomas Schrammel, Spieler des SK Rapid. Da hat einer gesagt, Schnitt, wie wir das mitgefilmt haben. War das so schlecht? War nicht gerade sein bester Schlag. Und verstärkt er euch oder ist er eher nur ein Anhängsel? Nein, eine absolute Bereicherung für unseren Flight. Wie geht es euch grundsätzlich? Wo sind wir? Ich bin da zuerst bei jemandem vorbeigekommen, der hat mir gesagt, 5 unter. So weit sind wir nicht, aber auch nicht so schlecht. Ja. Also das Team ist super, großartig. Wir haben uns das super aufgeteilt. Die Putterinnen, die perfekten, den Ausputzer, Libero sozusagen. Mhm. So ein bisschen die Spielerrollen. Ja. Was ist deine Rolle? Stürmer? Nein, nicht wirklich. Support. Wie viel seid ihr unter im Moment?
Wir sind 2 unter, müssten aber 17 unter schon liegen, nach 8 Löcher. Bist gescheit. Der Herr Gollner, ein Rapid-VIP-Mitglied bei unserem Verein. Ich weiß, ja. Warum ist der nur zuständig für den Sonnenschirm? Naja, er muss ja auch ein bisschen was tun. Er kann ja nicht nur die Leute spielen lassen. Er muss ja auch uns ein bisschen servicieren und die Sonne schützen. Sehen Sie, so ist es. Also, da los. Ja. Bist du zufrieden mit deiner Mannschaft? Sehr. Wieso sehr? Ihr seid nicht unter Paar. Ich sehe es alles. Jetzt bin ich hier beim Allianz-Team. Erste Frage mal, warum habt ihr keine Allianz-Leiberl? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich kann alle Allianz-Kunden beruhigen mit diesem Geld, was eigentlich für die Leiberl da gewesen wäre, werden die Sturmschäden der unserer Kunden bezahlt. Es könnte besser gehen. Was ist der Grund, dass es nicht so ganz hundertprozentig gut rennt? Die Männer lassen mit dem Birdie-Putt immer aus. Das ist das Problem. Wir spielen zu viele Bars auf diesem Platz. Die Damen sind genial mit den Annäherungsschlägen, auch mit den Abschlägen. Und die Männer sind eben doch ein bisschen feig vielleicht beim Putten. Halfway. Das heißt, da kommt man, um sich zu stärken. Herzlich willkommen zurück. Es gibt eine ganz kritische Frage. Der Herr Feurer spielt in Ihrem Team. Ist er eine Verstärkung? Aber seien Sie bitte ehrlich. Absolut, absolute Verstärkung. Mental auf alle Fälle. Du hast abgeschlagen, Erfolgserlebnis? Naja, mein größtes Erfolgserlebnis war, dass es dir ähnlich gegangen ist wie mir. Können wir das schneiden? Das ist kein Vergleich. Meiner ist 100 Meter gegangen, deiner ist gekupft. Ja, du hast gefühlte 100 Versuche gehabt. Ich habe ja nach meinem zweiten, der fast schon triumphal war. Wie war der? Was war der? Ja, gut, dann sagen wir mal in Ordnung. Der ist voriges Jahr ausgeschieden, weil zu viel Frauenpower in seinem Team war. Heuer nicht so? Nein, offensichtlich nicht. Also das heißt, Sie sind glücklich? Wir sind absolut glücklich mit dem Herrn Zeurer. Wir hoffen, er bleibt fieberfrei heute. Golf, keine Sportart für dich? Ich glaube, das haben wir gemeinsam. Und dann. Das Wagel, das füllen wir auch gleich, pass auf. Wir brauchen ja hier auch Technik. Wir sind gut versorgt mit der Firma Habecker, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, die tun nichts anderes in ihrem Leben als Werbung für Apple machen. Was macht ihr da? Hallo? Ja, arbeiten, freilich. Ja, ja. Exklusivvertrag mit Apple. Um so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, braucht man natürlich Mitarbeitertüchtige, die gibt es bei Rapid. Der jetzt kommt, glaubt, ich merke nicht, dass er gerade ein Bier trinkt, mitten in der Arbeitszeit. Jetzt Kamera hin, los! Alles für die Firma Habecker. Da habt's Burschen. Es lebe Cashback World. Das ist das Cashback World Team 1. Mit dabei ein Mann, der wird im Fußball Fußballgott bezeichnet. Wie wird er denn bei Golf bezeichnet? Fast Golfgott. Betonung liegt da fast? Auf fast, ja. Wenn er jetzt nicht dabei wäre, was war dann? Sehr viel Luft nach oben. Na, heute bin ich Katastrophe. Luft nach ich oben. In der Früh in der Kraftkammer. Und mit der ganzen Kraft. Ich habe noch nicht umgehen. Unsere Spezialitäten. Bei uns gibt es Theaterkarte sowohl als auch eine Kreuzfahrt mit einem Atom-U-Boot. Also von A bis Z ist alles erhältlich. Herr Feurer, die Frauenwelt liegt zu Füßen. Ja, das stimmt. Heute habe ich nur 2 Frauen und die haben mich nicht so unter Druck gebracht. Und darum bin ich ganz happy. Wo liegen wir im Moment? -4. Hundertprozentig eine Lüge, aber was soll ich sagen? Die Damen sind ehrlich. Wo liegen wir? Wo liegen wir? Wir liegen gut. Lieblingsspieler? Hoffmann. Kranke. Da beißt gleich die Wespen. Da beißt gleich die Wespen. Branko, du bist jetzt wie alt? Jetzt werde ich bald 80. Also 79 bin ich. Wie geht es körperlich, dass du das so machst, dass du so gut drauf bist? Du trinkst nie einen Alkohol. Ja, hin und wieder. First this first I'm say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh,
I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain.